und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über meine Lieblingscharaktere aus Filmen, Serien und natürlich Büchern sprechen. Ich hoffe, ihr freut euch und lasst uns anfangen. Die ersten zwei Charaktere, die ich euch gerne erzählen möchte, habe ich euch in meinem Gilmore Girls Tag schon ein bisschen erläutert und erzählt, warum ich sie einfach so cool finde. Das sind Paris Geller und Rory Gilmore aus Gilmore Girls. Und ich meine, Rory liegt auf der Hand, sie ist witzig, intelligent, geistreich, liebt Bücher, ist fürsorglich, leidenschaftlich. Das sind alles schon Eigenschaften, für die man sie eigentlich nur lieben kann. Und Paris ist auf ihre ganz eigene Art und Weise einfach besonders und besonders cool. Sie ist ehrgeizig, zielstrebig und wenn man das mit Rory kombiniert, dann wird er einfach so die perfekte Mischung aus emotionsgetrieben und Rationalität herauskommen und das wäre ziemlich cool und so wäre ich auch gern. Deswegen sind auf meiner Liste definitiv Paris Geller und Rory Gilmore. Als nächstes kommen wir zu zwei Charakteren von Cassandra Clare. Natürlich musste das hier mit drin sein. Der erste ist gar nicht in eine bestimmte Reihe gebunden, sondern kommt ungefähr in jeder Reihe vor und jeder liebt den. Es ist Magnus Bane. Ich glaube, ich habe schon mal in einem anderen Video ziemlich viel über Magnus Bane geschwärmt, als ich über die Bane Chronicles geredet habe. Und ein ganz offensichtlicher Grund, Magnus zu lieben, ist, dass er immer in Glitzer kommt, dass er immer mit Glitzer bestreut ist. Wenn es nicht ein bisschen verpönt wäre, würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber so muss Highlighter reichen. Naja, und allein schon in Tales from the Shadowhunter Academy, und ich werde an dieser Stelle nicht spoilern, aber in der Alec und Magnus ihr blaues Wunder erleben. Wow, was eine Metapher. Und ihre Liebe nochmal auf ein komplett anderes Level bringen. Ich glaube, die Novelle heißt Endless Nights. Endless Night, irgendwie so in die Richtung. Das ist einfach super schön und mein Herz ist geschmolzen, als ich das gelesen habe. Und das ist Grund allein schon eigentlich, Magnus zu lieben. Ja, Malek all the way. Zudem kommt natürlich noch, dass Magnus, vor allem am Anfang von The Mortal Instruments, eigentlich gar nicht so viel mit Jace, Alec, Simon, Clary etc. zu tun hat, aber trotzdem durch alle 6 Bücher hinweg ihn die ganze Zeit hilft. Und ohne Magnus wäre einfach ungefähr gar nichts möglich gewesen. Und dass er so selbstlos ist und so aufopferungsvoll für seine Freunde, die später auch so zu seiner Familie werden, ist einfach wunderschön und deswegen gehört Magnus Bane definitiv zu meinen Lieblingscharakteren aus Büchern. Ja, ein weiterer Charakter von Cassandra Clare ist Will Herondale. Und obwohl ich momentan erst den ersten Band aus der Infernal Devices-Reihe lese, gehört Will Herondale eigentlich schon dazu. Ich meine, er ist super kokett, witzig, sarkastisch, spontan, also einfach super witzig und ich liebe es von ihm zu lesen und jede Szene, in der Will Herondale vorkommt, ist eine gute Szene. In diesem Sinne, Will Herondale ist einer meiner Lieblingscharaktere aus Büchern. Der nächsten Person verdanke ich den ersten Namen meines Blogs. Es ist Olive aus Miss Peregrine's Home for Peculiar Children und hier ist es besonders wichtig zu sagen, dass es sich um die Bücher handelt, denn Olive und Emma haben in dem Film die Namen getauscht. Was auch immer Tim Burton sich dabei gedacht hat, aber Emma ist im Film ja diejenige, die schwebt und viel mit Jacob abhängt und Olive ist die, mit Enoch zusammen ist und Feuer aus ihren Händen machen kann. In den Büchern ist das jedoch anders, da hängt Olive stets mit Jacob ab und Emma ist eben ein von den anderen besonderen Kindern. Olive ist einfach super liebenswert und ihre Vergangenheit mit Jacobs Großvater ist einfach super schön und auch irgendwie ein bisschen herzzerreißend, wenn man sich in ihre Situation einfühlt. Und ihre Fähigkeit ist super cool. Aber auch, dass sie die anderen Kinder wie eine Familie behandelt und einfach, also das machen im Endeffekt alle. Sie haben ja auch nur sich selbst. Aber Olive ist irgendwie nochmal auf einem Level darüber und super fürsorglich und einfach sehr sanft, aber auf der anderen Seite sehr kämpferisch und mutig. Und das bewundere ich an ihr und deswegen zählt sie definitiv zu einem meiner Lieblingscharaktere. Der nächste Charakter, über den ich euch etwas erzählen möchte, ist Daenerys Targaryen und jeder kennt sie, ungefähr jeder liebt sie und ungefähr jeder hofft, dass sie auf dem Iron Throne landet, wenn George R.R. Martin dann mal weiterschreibt und
Oder eigentlich ist es mir mittlerweile egal, die Serie weiter produziert wird. Ich hoffe natürlich immer noch auf ein 11. deutsches bzw. auf ein 6. englisches Buch. Und so zynisch es auch klingen mag, ich hoffe, er stirbt nicht vorher. Man munkelt ja, dass er ein Alkoholproblem hat und ein bisschen übergewichtig ist und auch nicht mehr der Jüngste. Und ich hoffe, er hört endlich mal auf, Spezialbände zu Game of Thrones herauszubringen und fängt endlich mal an, weiter seinen Mainplot zu schreiben. Es ist nämlich langsam mega blöd, dass man 10 Bücher gelesen hat und trotzdem die Serie weiter ist als das Buch. Und klar, die beiden differenzieren sich mittlerweile ein bisschen und die Storylines gehen in unterschiedliche Richtungen. Trotzdem gibt es Parallelen und diese Parallelen möchte ich erst im Buch lesen und dann in der Serie sehen. Deswegen schreib weiter, George R. R. Martin, bitte. Zurück zu Daenerys. Daenerys' Entwicklung in den Büchern ist einfach meiner Meinung nach die beste von allen und auch in der Serie spiegelt sich das wieder. Am Anfang ist sie ein kleines Mäuschen, das sehr unter Viserys Dominanz leidet und am Anfang auch viele Sachen mit sich machen lässt mit Khal Drogo, die eher nicht so cool sind und sie auch eher entmutigen und ja, sie sich klein fühlen lassen wie ein kleines Mädchen. Und am Anfang ist sie auch super jung, vor allem in den Büchern sind die Charaktere ja alle nochmal viel jünger als in der Serie. Aber wie sie dann einfach erwachsen wird, wie sie zu Frau wird, wie sie sich wirklich verliebt in Khal Drogo und auch später nochmal. Und wie sie zu einer Herrscherin und zu einer Kämpferin mutiert, vor allem zusammen mit ihren Drachen. Das ist einfach wunderbar mit anzusehen und man kann auch was von ihr lernen und ihre Entwicklung ist einfach sehr beneidenswert und sehr wunderbar. Als nächstes kommen wir zu dem wohl größten Crush meiner gesamten Teenagerzeit. Es handelt sich um Damon Salvatore aus Vampire Diaries. An der ersten Stelle muss man natürlich mal anmerken, dass Ian Somerhalder ungefähr der attraktivste Mann der Welt ist und das habe ich schon mit 12 realisiert und da bin ich ziemlich stolz auf mich, dass ich nicht so krasse Geschmacksverirrungen hatte und irgendwie Bill Kaulitz als den attraktivsten Mann der Welt empfand, sondern damals schon guten Geschmack gewiesen habe. Damals schon guten Geschmack bewiesen habe. Ja. Damon Salvatore als Charakter ist am Anfang der wohl größte Feind von Stefan und Elena und steht ihrer Liebe am meisten im Weg. Und wo viele am Anfang Team Stefan waren, gehen sie wohl mittlerweile zu Team Damon über, weil man seinem Bad Boy-Dasein nicht widerstehen kann und er sich einfach wendet von so einer Art Feind oder Antagonist zu dem wohl fürsorglichsten Freund der Welt. Und er ist einfach Boyfriend Goals. Also wahrscheinlich kennen ihn alle. Damon Salvatore, no words needed here. Also lass uns weitergehen. Der vorletzte Charakter ist Melody aus Ariel 2, also die Tochter von Ariel. Und sie hat zwei Attribute, in die ich mich besonders gut hineinversetzen kann. Sie singt wie ihr Leben gerne, so wie Ariel, genauso wie ich. Sie kann es ein bisschen schöner als ich, aber das hält mich nicht davon ab. Und zweitens wünscht sie sich eine Flosse. Und so doof es auch klingen mag, ich möchte auch eine verdammte Meerjungfrau sein. Auch schon so ein Kind jetzt noch von mir, den ich so ungefähr seit ich 5 bin will. Und es ist immer noch nicht passiert. Ich bin jetzt 19. Also so langsam kann mir auch mal eine Flosse wachsen, oder? Ja, das klingt gerade alles super lächerlich, aber ich kann nichts dafür. Als letztes kommen wir zu dem heißesten Buchcharakter ever. Und er mag ein bisschen kontrovers sein und er hat seine Probleme, zugegebenerweise. Aber wenn wir ihn ausschließlich auf den letzten Teil der Buchreihe, die ich euch gleich erzählen werde, und auf sein Aussehen reduzieren, dann ist er Boyfriend Gold schlechthin. Hardin Scott aus After von Anna Todd. Ich meine, er hat super viele Tattoos. Er hat sich ein Tattoo für Tessa stechen lassen, wo nicht Tessa draufsteht, sondern was Schönes. Was Nettes. Ja, Hardin hat viele Probleme und die sind nicht unbedingt sympathisch an ihm und irgendwann nerven sie auch, dass er sich selbst einfach nicht unter Kontrolle kriegt. Aber wenn wir nur den letzten Teil nehmen und vielleicht auch den Anfang, in dem sie seine Probleme noch so ein bisschen im Rahmen halten und auch die Missetaten, die er begangen hat, rauslassen. Und sind ganz schön viele Konditionen, um ihn als meinen Lieblingscharakter zu bezeichnen, aber irgendwie hat er mich einfach berührt und ich mag ihn und er schreibt für sein Leben gerne und er interessiert sich für Literatur und Männer, die sich für Literatur interessieren, sind sowieso schon ein Stück heißer und für Tattoos.
ist toll. Trotz all deiner Probleme, er ist toll. Das waren meine Lieblingscharaktere für euch. Ich bin mir sicher, ihr kanntet ziemlich viele davon und mögt bestimmt auch den einen oder anderen. Demnach hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal wiedersehen. Tschüssi!